Yo, was geht ab, Leute? What's poppin', U2Wax wieder vor euch am Start mit einem weiteren Pack-Opening natürlich. Heute gibt es wieder One-to-Watch-Karten zu ziehen. Ich habe dieses Pack-Opening gerade schon aufgenommen und ich habe einen Walkout gezogen, der extinct ist, Leute. Das heißt, wenn ich ihn auf den Markt stelle, ist er sofort weg. Bleibt bis zum Ende dran, dann wisst ihr, welcher Walkout es war. Es waren so viele krasse LED-Spieler am Start, deswegen es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Lasst auch wieder alle eine Bewertung da. Ich würde mich freuen, Leute. 5000 Likes gehen zu schaffen, Mann. Haut raus, alle mal einen Daumen hoch da lassen, abonnieren natürlich nicht vergessen und ja, die Glocke aktivieren natürlich nicht vergessen. Waxflex war auch mal endlich wieder beim Friseur. Fresh ist am Start. Nicht so viel rumlabern. Hashtag Packlack in die Kommentare. Let's go. Wir haben hier sogar noch ein 50k Pack, was wir gleich am Ende öffnen können. Das heißt, in diesem Pack ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass wir hier ein Once to Watch oder allgemein Walkout ziehen. Das ist schon mal geil, deswegen bleibt bis zum Ende dran. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem ersten 7,5k Pack an. Was ihr jetzt noch sehen werdet, danach, wie gesagt, immer nur die besten Packs und ich hoffe natürlich, heute ziehen wir einen Once to Watch, ziehen wir ein paar Walkouts. Dieses Pack-Opening wird eskalieren, auf Ansage, Leute. Bleibt bis zum Ende dran, im ersten Pack ist Costa am Start. Komm schon, bitte, bitte, jetzt, komm schon, direkt am Anfang. Ein richtig guter Spieler, 83 plus, das könnte ein Walkout werden, das könnte ein Spanier werden, das könnte ein Torwart werden und das wird Rainer. Die erste LED-Wand ist am Start und das ist direkt ein Glatzkopf, Alter. Hey, Junge, 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 Rainer mit der Glatze und ein fresher Bart. Ich hab mir auch Bock, irgendwann mal eine Glatze zu schneiden, auch wenn es nicht 0 mm sind, vielleicht 3 mm oder so. Waxflex wird das irgendwann noch raushauen, Leute. Vielleicht hat es dann auch mit einer FIFA-Challenge zu tun. Oder doch einfach so, man weiß es nicht. Die könnt ihr aber gerne in die Kommentare schreiben. Ey, die PlayStation-Server sind gerade so am laggen. Alle sind gerade am Packsie. Alle sind sie gerade am Packsie. Aber niemand sieht solche Packs wie ich Portugal. Torwart, oh, warum? Warum prankst du mich schon wieder, Patricio? Ich dachte, es wird safe jetzt Cristiano Ronaldo. Wer dachte es auch, Leute? Ehrliche Meinung. Oh mein Gott, ey. Der Ronaldo muss doch langsam kommen. Der muss endlich mal kommen. Patricio, kein schlechter Torwart, aber es ist, wie gesagt, leider nicht der Cristiano Ronaldo geworden. Mann, ey. Immer diese Packs, die einen so krass pranken. Und hier sind zwei richtig starke Spieler drin. 2000 Coins kriegt man für Patricio. Und für den anderen Keeper, Chesney, kriegt man bestimmt auch noch ein paar 1000 Coins. Ja, Mann, ist auf jeden Fall easy. Kann man auf jeden Fall machen. Ich nehme wieder alle in meinen Verein mit wegen den Squad-Building-Challenges. Und diese Mané-Challenge, die werde ich auf jeden Fall auch machen. Diese Karte von Mané sieht sowas von Zucker aus. Einfach, muah. Boom, 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 die nächste Karte ist es Eriksen. Nein, es wird Schmeichel. Leider nicht. Ich will endlich mal den Eriksen ziehen, wenn diese Flagge hier kommt. Und wir ziehen jedes Mal erneut Schmeichel. EA, gib mir doch mal Eriksen wenigstens, wenn du mir schon hier so einen LED-Wandspieler gibst. Mensch, ey, fuck it. Ich hätte gerne den guten alten Eriksen gezogen. Schmeichel ist jetzt auch relativ viel wert wegen der Mané SBC. Ich kann es immer nur wieder wiederholen. Diese Mané-Karte, die sieht so krass aus und ich werde die auf jeden Fall auch machen. Die Sache ist, verkaufe ich jetzt den Schmeichel oder werde ich den doch selbst benutzen? Ich glaube, ich habe schon ein paar Torhüter aus der Barclays. Das heißt, ich kann Schmeichel verkaufen. Wenn man 7000 Coins für den kriegt, dann sollte man den auf jeden Fall auch verkaufen. Geil, Digga. Feier ich, muss ich zugeben. Deutschland, ZM, BVB, Castro. Wenigstens mal wieder jemand, der etwas wert ist. Ich denke, Castro wird etwas wert sein. Ich hoffe zumindest. Aber es wird doch auch langsamer Zeit. Okay, das ist sogar ein Duplikat, der gute alte Castro. Ich check das aber trotzdem mal ab. Was ist der Typ denn wert? Ja, 3000 Coins, denke ich, kriegt man für den. Ja, haha, haha, Castro. Das ist trotzdem nicht das, was ich will. 83 plus. Auf Ansage. Zack, oh, shit, das hat sogar geklappt. Mann, kein Once to Watch, aber Portugal. Rechtes Mittelfeld, Bernardo Silva. Buh. Dieser Spieler, ich wollte mich gerade aufregen, weil es schon wieder nicht Cristiano Ronaldo geworden ist. Das zweite Portugal. Ich wollte natürlich sagen, das zweite Mal Portugal hier heute. Aber Bernardo Silva wird safe, richtig gut was wert sein. Mané geht zu holen und man muss ein 83er plus BPL-Team bauen. Deswegen, Leute, seid gespannt. Ich check das jetzt einfach mal ab. Bernardo Silva, 84er Rating, perfekt für die SBC. Und deswegen ist der Typ auch 5000 Coins nur wert. Ich hätte jetzt echt gedacht 8.000, 9.000. 5000, Junge, dein Ernst? Hä?
Ey, so viel Pech wie ich kann man gerade nicht haben. Ja, come on! Nicht mal Once-to-Watch-Spieler, aber endlich mal wieder die LED-Wände. Und das ist nicht mal ein guter, das ist Juan Fran, Alter. Ich sitze hier gerade so lange, ziehe so viele Packs, um dann am Ende Juan Fran zu ziehen, oder was? Das kann doch nicht wahr sein. Egal, endlich haben wir mal wieder diese LED-Wände am Start. Das freut mich wenigstens mal wieder irgendwas. Und Juan Fran kann man vielleicht für 2500 Coins loswerden. Stelle ich direkt drauf. Junge, Junge, Junge. Jetzt muss das Pack-Luck auf jeden Fall mal wieder hochgehen. Wakes Luck kommt jetzt zurück. Ich brauche es. Ja, bitte, bitte, bitte. Workout. Neymar. Kann es nicht werden, weil es ist ja kein Once to Watch. Es wird Valero, Junge. Valero. Guckt euch den nächsten Glatzkopf an. Die wollen mir alle sagen, Wakes. Schneid ihr eine Glatze. Ich schwör's euch, Leute. Wir ziehen ganze Zeit Spieler. Erst Rainer, jetzt Valero. Die eine Glatze haben und einen Bart haben, Alter. Wie witzig ist das einfach? Das ist ein Zeichen. Ich muss mir eine Glatze schneiden. Bald kommt eine Challenge, Leute. Bald kommt eine FIFA-Challenge. Und der Verlierer dann, ich weiß nicht, gegen wen ich die machen werde, muss sich dann eine Glatze schneiden. Ungelogen. Ich glaube, ich mach das. Das wäre fresh. Wäre auf jeden Fall fresh, oder nicht? Was meint ihr dazu, Leute? Baumann ist hier noch im Pack. Kann man auch nochmal verkaufen für ein paar tausend Coins. Einfach mal auf die Transferliste und dann sehen wir uns gleich wieder. Und jetzt kommt was Großes, Leute. Jetzt kommt was Großes. Das dritte Mal in diesem Pack-Opening. Drei verschiedene Portugiesen. Ey. Rainer. Bernardo Silva. Und jetzt Mario. Was kommt als nächstes? Ich dachte, alle guten Dinge sind drei EA. Wenn ich schon drei Portugiesen und dreimal die Wende bekomme, dann gib mir doch als drittes wenigstens Cristiano Ronaldo. Ich kann es nicht fassen. Wie kann es sein? Ich glaube, ich sollte für heute aufhören. Ich sollte jetzt noch das 50k-Pack ziehen und dann mache ich morgen die Packs weiter auf. Für euch dauert das eine Sekunde. Für mich ist das, ja, dass ich mal schlafen gehe und dann ein bisschen Pause mache, aber wir ziehen jetzt alle noch zusammen das 50k-Pack. Und jetzt ist es Zeit für das 50k-Pack. Wie gesagt, die Packs gehen danach noch weiter. Ich werde danach noch irgendwas ziehen, Once-to-Watch-Spieler oder Walkouts. Vielleicht jetzt auch in diesem 50k-Pack. Wir machen es mit der Nase auf. Und jetzt ziehen wir was. Jetzt ziehen wir was, Leute. Jetzt ziehen wir was. Once-to-Watch! Wer wird es werden? Deutschland. Linker Flügel. Paris Saint-Germain. Draxler. Ich dachte, es wird wenigstens Marco Reus, der 100.000 Coins wert ist. Und dann wird es Draxler. Das ist zwar nicht schlecht, aber das ist auch nicht das, was man sich vom 50k-Pack erhofft, Mann. Julian Draxler. Du bist gerade auf der Bank bei PSG, Junge. Neymar, Mbappé, Cavani, Di Maria, Draxler. Was ist das für ein Sturm, den ihr da habt, Alter? Normal bist du dann auf der Bank. Holy shit. Julian Draxler in diesem Pack. Cahill, Benatia. What? Hier sind gute Spieler, sogar noch Stones und so. Das war eigentlich ein nicht schlechtes 50k-Pack. Was ist das ganze Pack wert gewesen? Ich check das mal schnell ab. Hier sind 8.000, 9.000 Coins auf jeden Fall drin mit Cahill. Dann sind hier auf jeden Fall auch nochmal 3.000, 4.000 drin. Benatia könnte auch gut was wert sein aus der Calcio A von Juventus Turin. Ja, Mann, das Pack war gar nicht so schlecht, wie ich es mir vorgestellt hätte. Stones. Nice, Leute. Ein paar tausend Coins macht man damit auf jeden Fall. Nächster Tag, Leute. Wir haben 15k-Packs am Start. 10 Stück davon. Auf sowas habe ich gewartet. Endlich hat EA mal andere Packs als die 7,5k-Packs released. Und ich würde sagen, Once-to-Watch-Spieler, jetzt in diesen 15k-Packs. Es ist Zeit, Leute. Erstes Pack für heute. Wir werden hier irgendwas Krasses ziehen. Oh mein Gott, ich hoffe es. Ich hoffe es, Leute. Ich bin gehypt. Erster Spieler, den wir ziehen aus dem 15k-Pack ist Honda. Der war auch mal schneller vor ein, zwei Jahren. Da kann ich mich noch dran erinnern. Der war auf jeden Fall noch richtig schnell und jetzt hat er nur noch 78 Tempo. Ich nehme die seltenen Spieler und so mal wieder alle mit. Und ich will mal wieder Unlimited 15k-Packs haben. So 10 Stück, das ist immer noch ein bisschen langweilig. Number 3, Nummer 3, Pack Nummer 3. Auf geht's, Digga. Auf geht's, Digga. Kein Once to Watch. Dafür ein 83er Plus. Schweiz. Torwart Sommer. Ist okay. Ist okay. Drittes Pack, direkt ein 83er Plus. Und das ist Sommer. Kann man auf jeden Fall machen. Muss man aber nicht, natürlich. Geht natürlich wieder wie immer besser. Okay, es geht nicht immer besser. Wenn man so einen Ronaldo, so einen R9 oder so einen CR7 zieht, dann geht es, glaube ich, nicht besser. Aber so ein Sommer. Mein Pack-Luck ist tot, Leute. Mein Pack-Luck ist tot. Und gerade wo ich sage, ziehe ich
Ein LED-Spieler. Hamzik, bitte Hamzik! Walkout! Hamzik, Junge! 50.000 Coins auf meinen Nacken. Da kommt er raus, der gute alte Hamzik. Ich tue die Kamera auf die linke Seite, damit ihr den Walkout auch gut sehen könnt. Nice, Alter. Endlich mal wieder ein Spieler, der gut was wert ist und der ein Walkout ist. Und gerade habe ich gesagt, mein Packlack ist tot. Und dann ziehe ich so einen krassen Workout. Darauf erstmal ein Schlückchen Wasser, Leute. Trinkt genug Wasser jeden Tag, das ist wichtig. Hamzik, Alter. Feier ich, muss ich zugeben. Endlich mal wieder ein Workout. Ich hatte ungelogen lange keinen mehr. Check mein FIFA-Bingo ab. Ich glaube, Hamzik ist extinkt. Hamzik ist einfach extinkt. Soll ich ihn verkaufen für 55k? Oder geht er nochmal hoch und dann kann ich ihn noch teurer verkaufen? Ich bin mir gerade nicht sicher. What? Ich tue ihn einfach erstmal auf die Transferliste und überlege mir das Ganze. Aber krass. Bap, bap, bap. Skibbidi bap. Nächstes Pack ist nice. Spanien. ZM. Arsenal. Casolar. Der Santi ist am Start. Nice. Ein Pack nach Zappacosta ziehen wir Santi Casolar. Ist nicht schlecht, ist nicht schlecht. Sidibe auch noch in dem Pack. Geil, Digga. Was sind die beiden denn so wert? Ich glaube, Santi Casolar geht um die 5k. Yo, und Sidibe auch nochmal so um die 3k vielleicht, wenn ich Glück habe. Ja, Mann. Richtig nice. Gefällt mir. Ich tue die beiden auf die Transferliste, weil ich Coins brauche. Ich will mir Ronaldo und so gönnen. Deswegen verkaufe ich ein paar Spieler. Bis jetzt habe ich aber auch erst ein Once to Watch, noch keine Ikone. Aber ich wäre ja nicht Wakes, wenn ich nicht noch die nächsten Tage so krasse Pack-Openings für euch raushauen werde. Und da werde ich auf jeden Fall noch krasse Spieler ziehen. Krychowiak jetzt hier in diesem Pack. Lasst jetzt noch eine Bewertung da. Ich würde mich übertrieben über 5000 Likes freuen. Lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke. Und das war's erstmal mit diesem chilligen Pack-Opening. Erstmal eine kleine Aufwerbung. Die nächsten Tage, da kommen noch große Sachen auf euch zu, versprochen, Leute. Falls ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr das jetzt hier oben tun. Und hier unten ist noch ein weiteres Video verlinkt. Einfach raufklicken und dann seid ihr schon da. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Peace.